Das hier ist die große Königskerze. Die nannte man früher auch Wollkraut wegen der weißen Blattbehaarung. Die diente damals zur Abwehr gegen Schnecken und gegen Ausdunstung oder sowas. Die große Königskerze ist eine Zweijahrespflanze. Im ersten Jahr sieht man hier, dass sich die Blattrosetten bilden und erst nach Kälteeinwirkung und Kältereizung im Winter blüht sie im zweiten Jahr. Ohne dies blüht sie gar nicht. Es gibt zwei verschiedene von der Königskerze. Einmal gibt es die kleinblütige Königskerze und die großblütige Königskerze. Ja, verwendet kann man die Blüten, die Blätter und auch die Wurzeln. Die Wurzeln wurden damals im Mittelalter als mächtiges Zauberkraut verwendet. Man hat diese in so einer Art die Wurzel in einer Kette, in ein Amulett getragen. Ja, gegen Unholde sollte sie vertreiben, Krankheiten vertreiben und natürlich auch Dämonen. Aber das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr, obwohl so manch einer auch seine Dämonen hat. Ja, geerntet wird die Königskerze am besten vor der Mittagszeit. Das hatte ein bekannter Arzt, Schröder hieß der, damals im 16. Jahrhundert sehr gut beschrieben. Und zwar wird sie gesammelt vom 18. August, das ist Maria Himmelfahrt, bis zum 8. September, das ist dann Maria Geburt. Und am besten an einem Freitag bei abnehmendem Mond. Und aus diesem Grunde wird sie manchmal auch Marienkerze genannt. Also ich sammle die prinzipiell vor Mittag, da ist die Wirkung noch am besten. Und danach vertrocknen denn die Blüten und fallen ab. Und die nächsten blühen erst wieder am nächsten Tag. Am liebsten verwende ich die Blüten als Tee. Da ist es am besten aufzugießen, so bei 60, 70 Grad, eine Stunde ziehen zu lassen. Warum man das trinken kann, die ist sehr gesund, die enthalten Schleimstoffe und Saponine. Es ist sogar wissenschaftlich bestätigt, dass sie gegen Reizhusten helfen und Bronchitis. Also die Wirkung ist beruhigend und ja, und die hilft beim Abhusten so ein bisschen. Ja, was man noch machen kann, man kann ein Likör draus machen. Und zwar, das ist ganz einfach, ein Likör, 75 Gramm Blüten, etwas Vanillezucker oder Vanille, einen halben Liter Wodka, 3 bis 4 Tage warm und dunkel, so stehen lassen, zwischendurch ein bisschen schütteln. Danach erhitzt man separat 100 Gramm Zucker und 100 Milligramm Wasser zum Köcheln, damit sich das auflöst und mischt dann diese beiden Teile, sowohl dieses aufgelöste als auch den Sud, den man vorher 3 bis 4 Tage hat stehen lassen und dann einfach nochmal in ein dunkles Schraubglas tun, irgendwo in der dunklen Ecke und einfach wirken lassen, ziehen lassen, so 3 bis 4 Wochen. Man kann natürlich auch die für einen Salat verwenden. Die Blüten muss allerdings dann dieser innere kleine wollige Staubgefäße, die in der Blüte sind, einfach abgeknipst werden, weil es sonst kratzt. Die schmecken leicht süßig und mild. Die Blätter hat man früher hauptsächlich verwendet. Also die Blätter, die haben dazu gedient, den Käse oder frisch zu halten oder die Butter frisch zu halten. Da hat man das eingewickelt. Und heutzutage könnte man die Blätter nutzen für die Haut. Also einfach mal ein Blätter ein bisschen erwärmen und auf die Wunde oder auf der Haut legen. Das wirkt auch entzündungshemmend. Und bei Insektenstiche einfach rauftun, das hilft dann auch. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Sammeln im nächsten Jahr. Jetzt müsst ihr ja noch ein bisschen warten. Und wir sehen uns, eure Rosa. Wohl bekomm's. Prost. Oh, wie Kräuterlikör.